Hier ist wieder euer Matu und diesmal mit einem Special. Wenn ich ein Spiel bewerte und sage, ich würde es wieder spielen, dann mache ich das auch so. Und The Office Quest habe ich kurz nachdem ich das Video aufgenommen habe, einmal durchgespielt. Und jetzt werde ich euch einmal zeigen, wie man in diesem Spiel recht zügig durchkommen kann. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und da sind wir auch schon bei The Office Quest. Ich starte schon mal direkt das neue Spiel. Ja, das spannende Intro gucken wir uns auch noch mal ganz schnell an. Es passiert nichts Besonderes in diesem Büro. Bis dann plötzlich geladen wird. So, da steht die Blume, die klicken wir direkt an. Blume fliegt nach oben, die klicken wir wieder an. Jetzt könnten wir versuchen loszulaufen, aber sie wird uns aufhalten. Deswegen halten wir sie direkt auf mit dem Ablenkungsmanöver und schleichen uns hier raus. So, wir klicken wieder den roten Punkt an, der verschwindet dann hier. Da gehen wir dann auch direkt rüber, holen uns einen Becher und zapfen uns ein bisschen Wasser ab. Das werden wir dann nicht trinken, weil der rote Punkt verschwindet einfach wieder. So, der rote Punkt haut ab. Wir müssen uns an unserem Boss vorbeischleichen. Und das geht am besten, wenn wir einfach erstmal loslaufen. Den Kick gegen die Pinata kann man nicht verhindern, aber er kann ganz schön hoch springen. Und dann läuft er weiter. Wie kriegen wir die Pinata kaputt? Genau, das wisst ihr vielleicht aus dem 10-Minuten-Play. Wir brauchen hier diesen Besen. Wenn wir den Besen haben, können wir einfach direkt wieder zurücklaufen und die Pinata auseinanderschlagen. Die Pinata quietscht so, weil sie einen Gummihammer in sich trägt. Den sammeln wir dann auch direkt auf und laufen dann direkt wieder zurück. Das Feuerglas kriegen wir immer noch nicht kaputt, deswegen müssen wir einmal kurz hier rüber und die Hammer tauschen. Tausch den Hammer. Sehr gut gemacht. Jetzt können wir mit diesem Hammer das Glas zum Feueralarm zerstören. Dann betätigen wir den Feueralarm und verstecken uns auch direkt hinter dem Kopierer, der gerade repariert wird. Und dann laufen wir an unserem Boss vorbei. Der föhnt sich trocken. Und dann sind wir auch schon am Aufzug. Den Aufzug können wir erst benutzen, wenn wir uns überlegt haben, dass die Treppen ja doch zu anstrengend sind. Haben wir keine Lust drauf. Deswegen rufen wir erstmal den Aufzug. Der Aufzug hält in Etage 15, wir steigen ein und wir werden stecken bleiben. Das heißt, wir müssen erstmal wieder hier raus. Und weil wir immer noch zu faul sind, die Treppen runterzulaufen, reparieren wir das. So, diese Kabel verbinden sich hier schräg gegenüber. Das führt zu dem Mond. Stern und Mond passt super zusammen. Dieses Kabel geht zum Schloss, da würde ein Schlüssel gut zupassen. Dieses Kabel führt zum Huhn. Ein Huhn legt ein Ei. Mädchen, Junge. Und wenn wir dann auf die Wolke klicken für den Regen, sind wir auch schon durch und können mit dem Aufzug einfach wieder nach unten fahren. Von Etage 15 fahren wir dann ganz gezielt zu Etage 15. So. Hier schnappen wir uns direkt die Glühbirne. Vielleicht habt ihr das letzte Mal schon gemerkt, wie gut ich in solchen Puzzlespielen hier bin. Das versuchen wir mal diesmal ein bisschen schneller. Ich hoffe auch, das klappt so ein bisschen. So. Und diesmal war es bedeutend schneller. So, das nehmen wir runter. Da ist ein Tresor hinter. Und hier sehen wir ein Bild. Da sind vier Schweine,
ein Hase, sechs Vögel und fünf Karotten. Ja, was bringt uns das jetzt? Wir haben den Code. Wenn wir jetzt rübergehen, sitzen die Tiere, die uns gezeigt werden, beziehungsweise auch die Karotte, in der Reihenfolge ein Hase, fünf Karotten, vier Schweine, sechs Vögel. Schnappen uns schon mal schnell den Wurm. Gehen dann nochmal zurück und machen dann diesen Tresor auf. Also es saß ein Hase, fünf Karotten, vier Schweine, sechs Vögel, richtiger Code, heiße Chili. Die andere Chili finden wir da, wo die Chili auch drauf ist. Klicken wir drauf, holen uns das. Und dann können wir auch schon einen Chili-Kaffee machen. So, der brütet. Der brütet nicht. Dann gehen wir wieder zurück in den anderen Raum. Hier haben wir jetzt die Auswahl zwischen zwei Kaffeetassen. Ja, welche Kaffeetasse können wir nehmen? Wenn wir vorne die Kaffeetasse nehmen, der Ananas ist dieser Chili total egal. Und wir haben hier das Schwein. Das Schwein braucht diese Kaffeetasse. Ziemlich scharf. Sprüht Feuer. Und der Vogel verliert seinen Kopf. Den Wurm, den wir noch mit uns schleppen, packen wir mal auf den Lolli. Den Lolli brauchen wir gleich nämlich auch noch. Wird jetzt diesen Lolli fallen lassen. Lolli schnappen wir uns. Und die Vogelmaske. Den Vogelkopf auch. In diesem Infobuch steht lediglich, wie ein Ventilator funktioniert und wie weit der weht, je nachdem, wie oft wir dran ziehen. Warum das wichtig ist, zeige ich euch jetzt gleich, weil ich möchte natürlich erstmal hier diese Fliege mir schnappen. Zack, oh, schade, jetzt oh, Fliege bekommen. Ja, meine Fliege. Gehen hier rüber. Hier oben können wir einmal noch die Glühbirne wechseln. Warum wir das genau machen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nur, um einmal den Schlag zu bekommen. Und weil wir es können. Wenn wir dann nochmal hier hinklicken, fliegt die Fliege ums Licht herum. Und dann ziehen wir zweimal den Ventilator. Eins, zwei, dann fliegt er nämlich zwischen das Schwein und die Karotte, setzt sich auf den Stift, das gefällt er nicht so gut. Dann machen wir das gleiche nochmal, diesmal ziehen wir dreimal da dran. Dann fliegt nämlich die Fliege bis zur Ananas. Könnt ihr in der Zwischenzeit schon mal hier den Stift versuchen zu schnappen. Die Ananas rastet aus und schießt ein Blatt von der Karotte. Stift und Blatt schnappen wir uns. Und dann wandern wir wieder hier rüber. Und können einen neuen Kaffee machen. Zwar brauchen wir ein Lolli und ein Blatt. Wir haben ein Lolli und ein Blatt. Packen wir auch direkt in die Maschine und brühen. Jetzt mal einen Kaffee mit Lolli und Blatt. Kaffee geholt. Dieser Kaffee ist für die Ananas. Werdet euch jetzt fragen, wofür ist denn der Stift wichtig? Ja, wir wechseln erstmal den Kaffee aus. Diese Tafel hier sieht momentan nicht so gut aus. Und wenn wir den Stift haben und die jetzt hier anfangen, sich zu verlieben, können wir einmal ganz schnell an die Tafel springen und alles ins Gute wandeln. So. Und wenn wir jetzt weitergehen, dann ist Kapitel 1 auch schon vorbei. Und dann geht's morgen weiter mit Kapitel 2. Bis dahin.